Servus Leute, herzlich willkommen zurück bei einem neuen Part Let's Play Pokémon Kaizo Blau. Wir sind hier auf der Route von Fuchsania City nach Prismania City, also dieser Radweg hier quasi. Und ja, diese Route ist sehr nervig, weil man eben die ganze Zeit nach unten fährt und man dadurch aufpassen muss, dass man nicht irgendwie über eine Bande springt und irgendwie einen Umweg laufen muss oder sonst was. Also, ja. So, und hier ist ein Slowbro, Alter, was geht? Verpassen wir meine Frisur. Ein Haarschnitt. Auf seine Balti-Frisur. Mach mal. Ja, dann nehmen wir wieder Gengar. Gengar liebt Kampf-Pokémon. Okay. Ich bin echt am struggeln mit diesem Hack. Also nicht weil er angeblich schwer ist, sondern weil es so nervig ist. Allein diese Route sagt schon einiges aus. Vor allem ist er auch so wieder in die Lane gezogen. Und wir haben nicht einmal die Möglichkeit, unsere Pokémon optimal zu heilen mit einem Pokémon Center, sondern wir müssen hauptsächlich jetzt unsere Items benutzen. Aber das Gute ist, wir kriegen immer, wenn wir einen Trainer besiegen, kriegen wir ein bisschen Geld. Außerdem haben wir einen Snowbillikas mit der Attacke Zahltag, was sich auf Level 65 befindet. Das heißt, wir kriegen pro Anwendung dieser Attacke kriegen wir 130 Poké-Dollar und können dadurch ein bisschen Geld farmen, wenn wir es brauchen. Jetzt mal angenommen, unser Snowbillikat hätte Level 100, dann würden wir pro Einsatz 200 Poké-Dollar kriegen. Jetzt benutze ich wieder das Repel. Weil sonst dauert das Let's Play noch weitere 20, 30 Parts, keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht, in welchem Part wir gerade sind. Okay. Ich glaube, so macht es Sinn, wenn ich sowas mache. Nein, muss man echt aufpassen. Ich glaube, ich laufe jetzt ein bisschen was. Ich glaube, ich laufe das jetzt hin und her. Oh Mann, hier ist wieder so ein Bushi. Die Route geht nach oben, nach unten, nach oben, nach unten, so zickzack. Halt, solange wie es halt gehen, solange wie eine Route halt gehen darf. Na ja, komm, ich kämpfe gleich gegen dieses Traumato. Wenn ich es wechsle, dann benutze es irgendeine Hypnoseattacke oder sowas. Da greife ich lieber gleich an. Ein Onix, das ist schön, das gibt uns die Möglichkeit, unser Vitaflot zu heilen, weil wir die Attacke Absorber haben. Allerdings muss es natürlich erst einmal... Nein, es kommt wieder diese Rap-Strategie. Bloß mit einer anderen Attacke, mit Klammergriff. Jetzt Pens, okay. Und jetzt Absorber. So, One-Hit. Ach, na super. Hätte ich es gewusst, dass es ein One-Hit wird, hätte ich gleich die Attacke benutzt. Kingler. Kingler ist wieder so ein... der Henker, sag ich jetzt mal. Denn es kann die Attacke... Guillotine.
Wow, Absauer macht ganz schön viel Schaden. Kann es sein, dass Absauer welche Stärke ist in diesem Spiel? Boah, der Schaden ist echt krass. So, Weezing, das ist Smogmog, da wechsle ich zu Gengar. Kann sein, dass in eine Explosionsattacke kommt. Ich benutze mal Nachtnebel. Psychokinese ist mir zu schade. Soll ich sie selber killen? Ach, es kann Thunderbolt. Okay, das ist schlecht. Dann benutze ich doch Psychokinese. So, jetzt kommt hier noch ein Käfer-Pokémon namens Pinsir. Das könnte auch Guillotine beherrschen, von daher sollte ich das besser mit einem One-Hit ausschalten. Gut. Okay, und weiter geht's. Mit der Radweg-Hölle. Repels-Effekt wäre auf. Boah, hier ist ganz gefährlich. Jetzt taucht hier noch ein wildes Pokémon auf. Alter Schwede. Nein. Lass mich fliehen. Lass mich fliehen. Hier ist ganz gefährlich, weil hier müsste ich dann wieder alles normal machen. Wenn ich hier runterfalle. Also, ne. Ihr seht, wie fies das ganze Zeug hier ist. So, okay. Also, hier Zerschneider. Oh Mann. Muss das sein? Das ist doch echt unnötig. Hier Zerschneiderbäume. Ich meine, man hat doch hier Zerschneider. Alter. Wenn ich hier alle Trainer besiegt habe. Aber das ist auch gut, dass man sich hier Ether kaufen kann. Weil sonst dreht man hier wahrscheinlich in der Liga total durch, weil man keine AP mehr am Ende hat. Aber wir machen Progress, auch sehr langsam. Weil eben die Routen so lange sind, aber Progress ist da. Das ist hoffentlich der letzte Biker hier, der sich auf diesem Gefälle hier befindet. Verdammt, ich dachte, da wäre die Schlafbude-Attacke hier. Ja, das war ja klar, dass es jetzt kommt. Das wird es nicht überleben. Uhuhuhu, war sogar ein Volltreffer. Wow. Und Level 64. Jetzt kommt Relaxu. Gengar. Weil wahrscheinlich kann es Explosion. Wir haben ja gesehen, dass Snorlax Explosion beherrschen könnte. Schauen wir mal nach, was es für Attacken kam. Ich
benutzt mal nur Confuse Ray, wenn es trifft, irgendwelche Attacken benutzt. Ja gut, es verlässt sich selber, dann benutze ich Hypnose. Hyperstrahl, okay, trifft nicht. Ja, Snorlax hat einen hohen Verteidigungswert, beziehungsweise Spezialwert. Deswegen ist auch diese Psychokinese-Attacke nicht so effektiv. Na schön, das ist schon wieder ein Geschenk der Gegner. Nidoking können wir leider nicht one-hitten, wahrscheinlich kommt jetzt ein Erdbeben, da wechsle ich besser. Oh Gott, nein, nicht Lovely Kiss. Das ist genauso was Böses wie Hypnose. Ja gut, immerhin trifft der Erdbeben nicht. Aber Blizzard trifft halt. Und macht Aua. Ja gut, okay, so viel Aua macht es jetzt auch nicht. Das Böse an diesem Hack ist außerdem noch, dass die Gegner unendlich AP haben. Das heißt, theoretisch könnte jetzt unendlich mal Blizzard kommen. Und nicht nur fünfmal. Das macht doch endlich, Alter, so. Alter, wie lange willst du noch pennen? Ah ja, ja, und jetzt noch Thunderbolt. Alles klar, mach doch gleich Thunderbolt. Jetzt noch die Hoffnung. Hauptsache in die Länge gezogen. Okay, Flame Doom muss her. Und es wacht sofort wieder auf. Alter, jetzt haben wir aber richtig Pech. Jetzt haben wir wirklich Pech. Wahrscheinlich wird es jetzt eingefroren. Ich hab's gesagt. Das kann doch nicht sein. Was haben wir für ein Pech? Alter, warum triffst du? Jetzt triff doch endlich mal. Was soll denn das? Das ist doch nur ein Nidoking, mein Gott. Meine Fresse. Macht uns die Zero King fast platt, also das kann doch nicht sein. So. Das heißt erstmal Schaden neutralisieren. Revive. Achso, der ist schon revived. Dann eben Hyper Potion. So, außerdem braucht unser Gengar noch ein Ether. Okay. Ich glaube, jetzt tue ich Gengar an erster Stelle. Nein, ich will nicht nach Fuxania. Ich komme aus Fuxania. Mehr oder weniger. Oh Mann, ey.
Aha, funktioniert nicht. Toxin funktioniert nicht. Meins ist schon ein Gift-Pokémon. So, Flamara, da können wir wieder unser sehr zuverlässiges Gyarados benutzen. Was immer trifft mit seiner Hydro-Pumpe. Seht ihr? Oh Mann, ich krieg richtig schlechte Laune, wenn ich diesen Hack noch weiterspielen muss. Irgendwie spiele ich den jetzt schon den ganzen Tag, ehrlich gesagt. Weil ich endlich fertig werden will mit diesem Spiel. Déjà-vu, los mit Nidoqueen. So, haben wir jetzt endlich die Stelle erreicht, wo keine Engstelle mehr, keine, ja, endlich. So, ab hier kann ich mein Gamepad loslassen. Denn ab hier sind nur noch so normale Typen da. Also ab jetzt ist quasi hier alles wieder normal. Dann machen wir noch diese Idioten und dann haben wir, glaube ich, alle Trainer fürs Erste. Von diesen ganzen Routen und so weiter. Oh. Dann habe ich doch einiges geschafft heute. Moment, ich mach mal schnell die Tür zu. Zieht hier schon wieder so rein. So. Charizard! Also die Kämpfe machen schon Spaß, aber diese alles außerhalb dieser Kämpfe ist einfach nur Nerv. Das hätte echt nicht sein müssen. Ja, normalerweise müsste es mehr Schaden machen. Geizhals! Oh, da ist das Fliegenhaus. Das Fliegenhaus. Aber ich komme da nicht hin, weil das solche Idioten im Weg stehen. Eine Fahrradgang. Eine Bikergang, whatever. Bestehend aus so Halbstarken. Nein, jetzt kommt Erdbeben. Fuck. Ich dachte, jetzt kommen Explosionen oder sowas. Deswegen war ich mir mit Gänge gerade so sicher, dass da was passiert, was gut ist. Mein Gott, das sind die letzten Spackos. Ah, richtig, das brennt ja. Es brennt ja, das ist eingefroren. Ja. In der ersten Gen ist Frozen richtig OP, weil Pokémon nicht auftauen.
Das heißt, letzten Endes habe ich meinen Galopper wieder brauchbar gemacht, wenn ich es dann wieder wiederbeleben kann. Surfer ist nicht schlimm, macht kaum Schaden. Okay. Lass mich fliehen, lass mich fliehen. Danke. Okay, revive. Revive. Achso, das sind noch zwei. Okay. Nein, Spike, hand it over. Ach, jetzt geht's los. Jetzt benutzen die Tränke Full Restores. Genau. Jetzt benutzen sie Full Restores, die Trainer. Jetzt benutzen die Full Restores als Trainer. Fuck. Wer rechnet bitte schön mit einem Erdbeben? Irgendwie kann jeder Erdbeben. Mann. Sollte man nicht machen. Normal gegen Kampf-Pokémon benutzen, aber in dem Fall habe ich Glück gehabt. Apollo, was machen wir denn da? Benutzen wir unser Galopper. Ah, nervig. Irgendwie kommt immer zuerst eine nervige Attacke wie Konfusstrahl oder Donnerwelle von der KI und dann kommen irgendwelche Angriffsattacken. Ja, jetzt setzt er die Strategie gegen uns ein, die wir sonst immer benutzen. Ja, erst kommen so Nervangriffe und dann kommen die Angriffe. Ja, das war's mit meinem Flame Doom. Jetzt kommt ein Full Restore, war ja klar. Ja, natürlich ein Volltreffer. Jetzt haben wir wieder so unglaubliches Pech und werden wahrscheinlich in Omaha fallen und wieder in Lavandia landen. So kurz vor dem Ziel. Ei. So, jetzt bleib schlafen. Jetzt muss uns das Nobilikat alles reißen, weil sonst muss ich hier wieder so einen extrem langen Weg laufen. Den längsten Weg, den es, glaube ich, gibt. Das ist doch scheiße. Jetzt mal im Ernst. Das ist doch. Was soll denn das? Das ist nicht schwer, dieser Hack, aber der ist nervig.
Das ist wie so eine Wanze, die nicht tot gehen will. Oder wie so eine Mücke nachts in der Nacht, die du nicht töten kannst, weil die ja dann immer sich irgendwo versteckt. Und wenn du mal irgendwie verwundbar wirkst, weil du gerade am Einschlafen bist, dann schlägt sie zu, diese Scheißmücke. So ungefähr ist dieser Hack. Er ist wie so eine dreckige Mücke, die dauernd nervig ist, aber selber irgendwie, wenn man mal zuschlagen will, so einfach ist. So, fick dich! Spiel! Fast hätten wir echt verloren, also. Hätte ich jetzt verloren, ey, ich wäre so angepisst, ich hätte den Part beendet und keine Ahnung, was ich noch gemacht hätte. Jedenfalls nichts Schönes. Für die FS. Für die Altersfreigabe. Das ist der letzte Biker hier. Das erste ist ein Elektroball. Du kannst mich gleich an meinen Bällen lecken, wenn du hier weiter so lästig bist mit dieser Scheißheck. Warum ist er auch schneller als ich? Ja, Feigling. So. Gut, Flamedoom müsste schneller sein als Elektrode. Ja, gut, dankeschön. So, hier ist das Relaxo und da ist der Schneider. So, probieren wir es mal zu fangen. Dann machen wir es mit Hypnose. Wir haben zwar schon ein Relaxo, aber ein zweites kann ja auch nicht schaden. Jawoll! Okay. Ja, erstmal speichern. Normal speichern, einfach mal normal speichern. Und hier auch. Was ist denn der älteste? Ich nehme schon seit 14 Uhr nehme ich schon auf. Jetzt haben wir 17 Uhr. Wahnsinn. Wahnsinn. Ganz schön produktiv bin ich heute. Aber ich will endlich fertig werden mit diesem Spiel. Lass mich in Ruhe. Warte, jetzt machen wir jetzt anders. Wir benutzen jetzt hier Repel. So, bald haben wir Fliegen. Bald haben wir Fliegen. Zum Weg. Nein, da steht ja so ein Typ dran. Drecksau. Ich dachte, das waren alle Trainer. Wo kommst du denn her? Garados, Level 60. Hallo. Ah, oh, du nimmst auf. Ja, ich nehme immer noch auf. Okay. So, Psychokinese. Brauchst du was? Ich wollte fragen, ob das auch in Ordnung ist, wenn ich meinen Schnitzel in den Ofen stecke.
Ja, jetzt soll es warten, weil... Was passiert denn dann? Das ist halt nicht, vorgebraten, das Schnitzel. Ach so, es ist nur zum Braten. Ja. Machst du die Tür zu? So, es ist der Moment, auf den ich schon so lange gewartet habe. Das Haus mit Fliegen. So, ich will jetzt fliegen. Ja, ja, komm, gib's mir. Ich meine Fliegen, nicht das andere, was ihr meint. So, meine Güte, jetzt haben wir es endlich. Wir haben Fliegen. Wir können nun fliegen. Fly, teach Pokémon fly. Ja, wir haben keins dabei. Aber egal, wir haben Fliegen. Das ist doch schon mal... Ah, jetzt muss ich wieder die Tür zumachen. Jetzt müssen wir nur noch irgendwie in dieser Safari-Zone Surfer finden und dann weiß ich nicht, wie wir weiter vorgehen, weil die Arena ist ja irgendwie unerreichbar. Gut. Erstmal durchatmen. So, Repair. Okay, jetzt müssen wir den ganzen Weg zurücklaufen. Ich könnte jetzt auch offscreen machen. Ja, dann mache ich wieder Schluss. Dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Macht's gut, euer Janka. Ciao.